Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und heute ist der gute Flo mit am Start und wir machen heute eine wunderschöne Japan-Quiz-Challenge und der Verlierer bekommt eine Chili in den Mund. Was? Und darf sie zerkauen und darf sie 30 Sekunden da auf dieser Zunge lassen. Hinter der Kamera ist Mr. Ananas. Schön, dass du auch da bist. Das habe ich schon mittlerweile hier vor das YouTube-Team am Start. Mit Thomann, mit Kameramann, mit Statist. Ich würde sagen, wir starten, wir machen Japan-Quiz, wer am meisten verliert, der darf diese Chili dann. Genau, das war die Gestik für Chili ist. It's time to... Die erste Frage. Welche Religion wird fast ausschließlich in Japan praktiziert? A. Buddhismus. B. Daoismus. C. Konfuzianismus. Oder D. Shintoismus. Lass mal gucken, was hast denn du? Also, warte, ja, okay. Miss Ananas hat vorhin gesagt, Shintoismus, denkt er. Mal gucken, was es war. Es ist Shintoismus. Nicht schlecht, was ist denn das? Ich kenne das nicht. Das ist diese Millionen japanische verschiedenen Götter, die du aus den Animes kennen müsstest. Ah, ja. Alter, ich bin so dumm. Tja, so ist das, wenn man sich in Japan nicht auskennt, wie ich. Dann kommen wir zu der zweiten Frage. Welches ist die nördlichste der vier japanischen Hauptinseln? A. Honshu, B. Kyushu, C. Hokkaido oder D. Shikoku? Tja, das weiß ich doch. Glatt? Nicht. Ich denke mal nicht Hokkaido, oder? Es ist Hokkaido! Ich drück drauf, schauen wir mal, die Antwort ist Hokkaido! Verdammte Scheiße! Okay. Also ich würde sagen, bis jetzt steht es 0-0. Das ist ein ausgeglichenes Quiz. Hättet ihr es gewusst, schreibt es mal in die Kommentare. Frage 3. Wie heißt das berühmteste Einkaufsviertel Tokios? A. Ginza, B. Asakusa, C. Omotesando oder D. Shibuya? Verdammt! Neben Shibuya und die Antwort ist leider falsch. Echt? Ist Ginza. Verdammt! In Shibuya ist eher das Viertel, wo die Leute feiern gehen. In Ginza sind all die teuren Läden vertreten. Ich war ja nicht schon da, also. Eigentlich hättest du es wissen müssen. Ja. Ich weiß immer nur, Shibuya Hund! Frage 4. Über welcher Stadt liefen von 1640 bis 1855 alle japanischen Handelskontakte mit dem Westen? A. Osaka, B. Hiroshima, C. Nagasaki oder D. Nagoya. Ja. Es wäre gut, wenn ihr eine Hafenstadt wählt. Ich kenne nicht mal eine Hafenstadt davon. Ich weiß auch nicht, was eine Hafenstadt davon ist. Wir schauen nach. Die richtige Antwort ist Nagasaki. C. Wir sind alle beide scheiße. Das ist aber... Du warst ja wenigstens schon da. Und hab Japan-Kanal, weißt du? Ja. Also ganz ehrlich, wenn es 0-0 ausgeht, gewinnt der Flo. So, wir kommen zu der fünften und letzten Frage für die Folge. Wie heißen die japanischen Comics, die auch im Westen viele Fans haben? A. Comics, B. Anime, C. Manga oder D. Manhwa? Eure Antworten, bitte. Ja, ich würde jetzt Comics nehmen, aber ich will ja auch nicht verlieren. Ja. Beide nehmen Manga. Ihr habt einen Gleichstand. Ich habe echt gedacht, das ist ein scheiß Anime. Scheiß Anime. Oh Mann. Beim Gleichstand, wie gesagt, verliert der Baum. Mach weiter. Ich mach die Stoppuhr an, jetzt. Das Kakao ist ein bisschen besser. Hey, wo lagen wir hingesprochen, bitte? Das Gesicht, das... Gott sei Dank muss ich das nicht machen. Aber kommt noch. Okay, du darfst aufspucken. Das war den Eimer hier.
Ja, und sonst so, Flo? Was du sonst so, wenn du... Ja. Ab und zu schaue ich ihm Dani zu, was Sachen ist. Wasch doch nicht. Das ist so eklig einfach. Erzähl mal, was machst du eigentlich so auf deinem Kanal? Weil mit Japan hast du wohl nicht so viel zu tun. Ihr blöden Wichser! Es tut so weh. Das Schlimme ist... Du kannst halt nicht machen, gell? Nee, das Schlimme ist, das brennt ja zweimal. Nicht, wenn man es ausspuckt. Auch gerade. Was jetzt? Erzähl doch schon mal was. Du bist nämlich schon so schön knallrot. Du kannst auch abmoderieren. Der Baumi überlebt es nicht. Wie fühlt er sich so an in deinem Mund? Ja, eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht. Beschreib doch mal den Geschmack. Also, keeps kicking me in the dick. Why? Why does he keep kicking me in the dick? Die Schärfe ist... Scharf? Hauptsächlich hier. Hier. Ach, der Zunge. Und, die Augen dreht schon. Und soll ich auf jeden Fall alle zu Hause nachmachen mit richtiger Chili. Alle Kinder. Ich würde sagen, wenn die Leute... Da ist gerade eine Träne mitgekommen. Ich würde sagen, wenn die Leute wollen, dass das nächste Mal die auch schlucken muss, muss es mindestens 50 Likes holen, das Video. Dann schluckt der Baum in seinem nächsten Video, egal was es ist, eine vollständige Chili. Tut mir das nicht an, Leute. Noch ein paar letzte Worte, solange du lebst. Ja, dann schalte ich jetzt mal um zur Abmoderation. Flo, sag mal was zum Kanal. Der Kanal ist super. Ich schaue ja auch öfters an. Ja, er kennt sich zwar nicht aus, haben wir ja gesehen jetzt, aber das kriegt er schon noch hin. Und jetzt lass mal noch ein bisschen abheulen. Ich war mir auf jeden Fall der Lehre. Komm, wenn er sei. Gute Nacht. Aber ihr macht die scheiß 50 Likes. Schein ab! Ja. Ah!